Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. In meinem heutigen Video geht es um das Skalarprodukt. Es geht einfach darum, dass man sich die Frage stellt, wir haben schon die Addition gesehen von zwei Vektoren. Was passiert eigentlich, wenn ich zwei Vektoren multipliziere? Ich formuliere es mal ganz allgemein. Ich habe also einen Vektor a mit den Komponenten a1, a2, a3 und möchte dann multiplizieren mit einem Vektor b, b1, b2. B3. Nun, wenn ich diese zwei Vektoren skalar multipliziere, kommt eine Zahl raus. Es liegt nun recht nahe, dass ich einfach A1 mit B1 multipliziere. Und dann addiere ich einfach A2 und B2 dazu. Und das mache ich bei der dritten Komponente noch, also A3, B3. So ist das Skalarprodukt definiert. A1, B1 plus A2, B2 plus A3 mal B3. Nun machen wir ein kurzes Beispiel dazu. Nehmen wir einfach den Vektor 1, 2, 3 mal 1, 0, 2. 1 mal 1 plus 2 mal 0. Plus 3 mal 2, 1, 0, 6, also 1 plus 6, und wir kommen auf 7. So, wozu braucht man das Skalarprodukt? Ganz einfach, es gibt eine kleine Definition, und zwar Cosinus Alpha. Damit meine ich, mit dem Alpha meine ich jetzt den Winkel zwischen zwei Vektoren, ist das gleiche wie wenn ich Vektor u mal Vektor v skalar multipliziere und durch die jeweiligen Beträge teile. Auch hier nehme ich mal mir ein Beispiel vor. Nehmen wir einfach genau diese zwei Vektoren, sei das hier einfach u und das hier v. Dann wäre das in diesem Fall da oben das Skalarprodukt. Ich kann es direkt abschreiben, das wäre einfach die 7. Betrag von u, 1² plus 2² plus 3² und davon die Wurzel. Mal 1² plus 2². Und davon auch die Wurzel. Das wäre also 7. Geteilt durch 9 plus 4 plus 1 macht 14, Wurzel 14 mal Wurzel 5, das wäre 7 geteilt durch Wurzel 70. So, was bringt mir das? Nun, ihr seht, hier vorne steht immer noch Cosinus Alpha. Wenden wir den A-Cosinus drauf ein, dann kommt hier raus, Alpha ist gleich Cosinus minus 1 von 70 durch Wurzel 70. Das gibt man einfach in den Taschenrechner ein. Und der Taschenrechner wird euch sagen, da kommt irgendwas raus im Bereich von etwa 33 Grad. Passt dabei aber auf, dass euer Taschenrechner auf Grad angestellt ist bei Winkel und nicht auf Radian. Gerade wenn man in der Oberstufe sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist oft aus einem Analysis-Teil der Taschenrechner auf Radian eingestellt. Also wenn euer Ergebnis hier irgendwie was im Bereich von 0,8 anzeigt, habt ihr ihn falsch eingestellt. Da müsst ihr immer drauf aufpassen. Das heißt also, der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren u und v wäre 33 Grad. Es gibt noch eine kleine weitere Anwendung. Wir können uns mal überlegen, was ist eigentlich, wenn ich den Vektor a mit dem Vektor a multipliziere. Also sozusagen das Quadrat des Vektors. Nun, das ist einfach a1 mal a1 plus a2 mal a2 plus a3 mal a3. Oder schreiben wir es mit Quadraten. a1² plus a2² plus a3².
Das erinnert euch hoffentlich daran, an den Betrag eines Vektors. Da steht es als Radikant unter Wurzel. Sprich, ich kann die Wurzel, den Betrag eines Vektors nun anders schreiben. Betrag vom Vektor a ist einfach die Wurzel von a skalar multipliziert mit a. Somit habe ich euch jetzt das Skalarprodukt gezeigt. Schaut wieder auf lyrelle.dn rein. Schaut euch auch ein paar Aufgaben von uns an, denn Mathematik muss man üben.